Ach ja. Ah, so. Ist ein bisschen eng, wenn man immer im X-Wing sitzt, aber wir gucken mal, was jetzt so auf dem Jobpapier steht. 3 Tage später. Und wir beginnen mit der 2. Mission. Die Himmel von Yavin. Wir wissen schon, wem sie gehören. Nämlich Moore, dem neuen Starpiloten der Vanguard-Staffel. Ja, Ladebalken läuft, ne? Dank unseres neuen Piloten. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Hey, Sonnenbank-Flavor, was geht? Du hast recht, Garni. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Danke. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? 1 Stunde später. Klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. 2 Stunden später. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte, Dellenwug. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kyo. Ach, hör auf. 6,5 Stunden spät. Wenn Frauen tratschen, hört jetzt endlich auf damit! Was guckst du so, Blechbüchse? Ich bin klein und süß, ich bin klein und süß, ich bin klein und süß. Oh, der ist ja süß. Nochmal, komm, put, put, put. Ich bin klein und süß. Ja. Ich bin klein und süß. Ich bin klein und süß. Ich weiß, du machst den Stampy. Du hast echt die geilsten Tanzschritte drauf. So. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Junge, willst du mich eigentlich veräppeln? Du bist Shinichi Kudo. Oder du bist Detektiv Conan meinetwegen noch, also Conan Inugawa. Das hört man doch voll raus. Seid doch mal ehrlich, Leute. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Aye, aye, Sir. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wir müssen den Punkt in der Schwachstelle im Rumpf der Gefahr ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige Feinde in der Hand hat. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Ach, Gracie, das wird schon. Ihr habt doch immerhin mich. Das wird super easy. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Also wenn das so ist... Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Die Fäuste? Grace, okay, ich hab's verstanden. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Ja, bleiben wir optimistisch. Die Dinger, die ficken einfach Sterne. Ne, deswegen heiße ich Sternzerstörer. Hau dir in die Fresse und habe Feuerkraft. Ne... Ja, wie kann man da nicht optimistisch sein? Ich glaube, wir spielen jetzt erstmal das Intro ab. In einer weit entfernten Galaxis, wo das galaktische Imperium und die neue Republik in Starfightern um den Weltraum kämpfen, gibt es einen Piloten. Einen kompetenten Piloten. Einen Doppelagenten, dessen Flugskills und dessen Entscheidungen den Sieg für eine Seite davontragen werden. Was? Was für Skywalker-Glück. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard, Vollteam. Alles klar. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles ist in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen.
Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge, wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? 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 Weißbrot. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Ei, wird erledigt, Captain. Woohoo! Ich werde von einem Abfangjäger gejagt. Scheiß sei Abfangjäger, wo bist du? Teiljäger weg. Danke für die Deckung. Pff, Rakete! Oh, oh. Setz alles in die Schildenergie erstmal um. R6, wir müssen uns erstmal erholen. Photon-Torpedo abgefeuert. R6, Reparatur. Perfekt. Er ist weg. Geiler Support, würde ich mal sagen. Wer ihn auch erledigt hat. Aber verbrennen die sich alle. Es liegt ja verkehrt herum. Wo ist denn unser Teilabfangjäger? Da. Was zum... Das? Die machen ja alle Harakiri hier. Nein, nein. So kann ich einfach nicht arbeiten. Wir waren in Überzahl und haben gegen diese verfluchte Scheiß-Vanguard-Staffel verloren. Tschüss, Leute. Ich bin raus hier. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Yep. Das ist der Plan. Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. Werdet die Energie auf die Schilde umleiten. Da ist das Zielerfassungssystem. Zielsysteme sind beschädigt. Ich werde jetzt die Energie für einen zweiten Angriff vorbereiten. Bisschen langsamer. Vanguard 5 hier. Zielerfassung wurde erfolgreich zerstört. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Entermannschaft einsteigen kann. Okay. Ich scanne. Aufpassen, Vanguard. Kann jemand hier mehr? R6, mach Reparatur. Ich scanne. Wow. Jungs, ich könnte hier Deckung gebrauchen. Sie haben mich erwischt. Das. Scan abgeschlossen. Okay. Jungs, ich könnte Deckung gebrauchen. Ah. Ich muss erst diesen Abfangjäger hier abschütteln, ansonsten kann ich auf die Schwachstelle schießen. Wie wär's, wenn du mir Deckung gibst, Boss? Ich werd gerade von ein paar Abfangjägern gejagt, eine Dreierstaffel. Schon wieder ist einer hinter mir. Also auf die Waffensysteme. Ah, R6, wir brauchen eine Reparatur. Feuer, Schwachstelle! Irgendwann später. Schwachstelle zerstört. Das hätte man vielleicht am Anfang machen können. Einer weg. Ich komme, Frisk. Ich bin ja auf dem Weg, Frisk. Halte durch. Hab einen, hab noch einen. Kein Problem, Bruder. Ein Essen in der Kantine reicht. Oder weißt du was? Muss nicht mal richtig teuer sein. Burger King reicht auch. Photon-Torpedo abfeuern. Mit Ionenbestrahlung. Damit hast du dir jetzt einen Ärger geholt. Huhuhuhu, er ist weg. Das sieht wohl auch so aus. Alles klar, Captain Wedge.
Hab ein paar Teilabfangjäger. Die sind halt aber nur mit Glück. Photon-Torpedo. Photon-Ion-Torpedo. Sprachen lernen, Bubble. Ionenrakete. Schilde sind down. Ich schieße. Setze alles auf die Waffensysteme. Die Quasar hat nicht mehr viele Lebenspunkte. Ein einziger Schuss reicht, Captain. Dann werde ich ihn jetzt anzielen. Wer hat mir den Kill geklaut? Informieren uns bei der Victoria. Die Hintermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Meinst du? Oh, Scheiße. Voller Schub. Alles klar, Captain. Alle guten Dinge sind drei. Perfekt. Ach ja, jetzt hat unser gutes Projekt, den Sternzerstörer, den wir schön erfolgreich gecovert haben. War ja schon geil, auch wenn es da so kleine Komplikationen gab. Der gute Fisk, der hat mir einfach nur so einen scheiß Fruchtjoghurt besorgt. Burger King war halt nicht gerade in unserer Milchstraße, haben wir also ein Problem. Naja, wenn es euch aber gefallen hat, könnt ihr gerne das kostenlose Abo dalassen. Ich werde meinen Fruchtjoghurt jetzt essen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Gaming-Video.